Herzlich willkommen bei unserem Podcast Spritzwein zum Frühstück. Ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren Cash for Culture für ihre großzügige Unterstützung. Ihr findet uns auf allen sozialen Medien unter Spritzwein zum Frühstück, Umlaute ausgeschrieben. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Spritzwein zum Frühstück. Nach diesem Wund, es war eigentlich ziemlich gut. Möchte ich gleich zur Frage des Tages überleiten. Wie habt ihr geschlafen? Liebe Burschen und Mädels in meinem Raum, Lenny und Jonas. Hi. Wen wählt ihr bei der Wahl? Wahlgeheimnis. Wahlgeheimnis. Wen willst du? Willst du die FPÖ, Dani? Oder ist es auch ein Wahlgeheimnis? Ich muss derzeit ehrlich sagen, ich bin mir noch nicht sicher, wen ich will. Aber jetzt sag's mal, wen ihr jetzt wählt zuerst. Wahlgeheimnis. Na okay, ich kann es eh sagen eigentlich, weil ich schäme mich nicht für meine Stimme, Jonas. Solltest du aber. So ein Spaß. Okay. Spaß beiseite, ich will höchstwahrscheinlich die Neos. Aber ich weiß es auch noch nicht sicher. Es war ein majestätischer Voice-Crack gerade. ja, auch wenn man das nicht äußern darf in diesem Staat. Nein, das Staat, stimmt nicht. Das du ist musst ein Witz. Es nicht. Ja, aber manche Leute denken, das Wahlgeheimnis bedeutet, dass man das nicht sagen darf, aber du musst es nicht äußern. Gut, um natürlich den Stereotyp, dass wir ein linkslinker Kreisweg sind, zu propagisieren, das ist kein Wort, um den weiterzuführen, ich werde die kommunistische Partei Österreichs wählen und mich für die Einführung von Gulags in ganz Europa einsetzen. Finde ich gut. Und du? Bei mir ist es ein Toss-up zwischen SPÖ, Initiative Ein Europa und Neos. Ich weiß noch nicht, wen ich davon wählen will. Schauen wir mal, da musst du vielleicht, ich kenne da den Podcast Spritzwein zu Frühstück, da könnte dir bei der Entscheidung helfen. Der könnte mir helfen, gell, ja. Genau. Gut, dann kommen wir nun zum Inhalt von der dieswöchigen Episode. Und zwar letzte Woche haben wir uns angeschaut, die Kleinparteien, also unter Anführungszeichen Kleinparteien, Grünen, KPÖ, Neos und Initiative Ein Europa. Und da in der letzten Woche nichts anderes passiert ist in Österreich, genau, werden wir diese Woche wie gewohnt weitermachen. Und zwar FPÖ, SPÖ und ÖVP, die Big Three, wie man sie nennt, und werden euch das Wahlprogramm von den Parteien vorstellen. Und wir werden es wieder, es ist eingeschichtet in sozusagen Umweltpolitik, Finanzpolitik, Sozial- bzw. Inneres, Äußeres, das ist alles so ein Mischmasch, und dann schließlich die Europapolitik. Und wir werden anfangen alphabetisch mit der FPÖ. Der, das hast du jetzt überlegen müssen, oder? F ist vor S und Ö. Ja, ich sag's nur. Der Freiheitlichen Partei Österreich. Ihr Spitzenkandidat ist Harald Wilimski. So fescher. Und erstens ist er fescher. Naja, wir haben alle gesagt, wir würden eher passen, weitergeben und nicht zerstören. Also. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht fesch finden. Na gut, aber ist sehr schöner, ja? Gut, auf jeden Bei Fall. Mir zählen auch die inneren Werte. Das Erste, was ich anmerken will, ist, sie haben kein wirkliches Manifest oder Wahlprogramm in die Richtung, sondern sie haben für die EU-Wahl eine Homepage, die in 5 Teile aufgeteilt ist. Das finde ich schon mal ein bisschen merkwürdig, weil ich finde, man braucht schon ein bisschen ein Wahlprogramm, um halt sich wählbar zu machen. Ihr Wahlprogramm, was eben auf diesen 5 Seiten, auf diesen Internetseiten ist, ist ziemlich überschaubar. Es sind insgesamt vielleicht 20 Punkte. Und ich finde es auch ein bisschen witzig, wie es aufgeteilt ist. Der erste Teil ist die EU-Wahl 2019. Da sind einfach nur Fakten über die letzte EU-Wahl und diese EU-Wahl, also wirklich Fakten halt, wie war das Wahlergebnis letztes Mal, wer wurde gewählt, was sind die Prognosen für dieses Mal, aber auch so merkwürdige Sachen wie, was dann passiert nach dem Brexit und wie die Wahlbeteiligung ist. Es liegt einfach wahrscheinlich daran, dass ihre Wählerschaft nicht weiß, was die EU ist. Beziehungsweise, dass sie nicht davon ausgehen, dass ihre Wählerschaft das Wahlprogramm liest und dass das halt irgendwie so in einem Nachmittag schnell halt irgendwie zusammengeworfen wurde. Und es gibt halt auch einen Guide How to Vote auf ihrer Website. Ganz im Ernst, ich will aber jetzt da gar nicht... Ist der Guide so wie damals in, als der, man für den Anschluss abstimmen konnte mit einem großen Ja bei der FPÖ? Nein, es ist halt einfach so, wie man generell gehen will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ihre Herangehensweise ist, finde ich, gar nicht so schlecht, weil derzeit, wenn du dir anschaust, wie wenige Leute wählen gehen,
sollte man weniger davon ausgehen, dass Leute wissen, wie das alles funktioniert, sondern mehr zuerst mal erklären, was ist die EU überhaupt, was macht sie? Mhm. Was die FPÖ eigentlich gar nicht so sehr macht, sondern sie geben einfach Statistiken. Aber einfach mal zu sagen, hey, so wählt ihr, das ist die EU, darüber bestimmt sie. Ich finde, das wäre eigentlich wichtig, halt. Ja. Weil ehrlich gesagt, die Parteien machen das nicht wirklich, ja, und die meisten Leute wissen es auch nicht. Und es ist auch nicht so einfach zu verstehen. Die Wahlbeteiligung auch bei der Nationalratswahl über 80%, bei der EU-Wahl 45%. Das heißt, man merkt, die Leute interessiert es nicht so sehr. Und bei den jungen Leuten, das hat mich sehr erstaunt, ist es extrem niedrig. Total. Europaweit 28% bei 18- bis 24-Jährigen, das ist sehr, sehr wenig. Okay, Leute, und das ist zwar keine offizielle, Entschuldigung, Dani, keine offizielle Gewaltdrohung, aber wenn ich mit euch rede und ihr sagt, mir geht nicht wählen, ja, das setzt was. Gut, und schauen wir mal. Die anderen vier Seiten, was ich eben ziemlich lustig finde, sind, also das ist nicht so lustig, aber das erste ist sichere Grenzen, also Asylanten. Das zweite ist EU und Euro und Österreich. Da geht es darum, dass halt sie nicht wollen, dass Brüssel so viel entscheiden kann. Das dritte ist Steuern und Konzerne. Also da geht es darum, dass Konzerne mehr besteuert werden sollen. Und das vierte ist Tiertransporte. Ein Thema derselben Größe. Ja, genau, die vier Sparten der EU-Politik. Und was ich ziemlich lustig finde, ist die Aufteilung der Wichtigkeit gemessen an Facebook-Shares. Asylpolitik, 17.000 Facebook-Shares. Die EU- und Österreich-Sparte hat 12.000 Facebook-Shares. Die Tiertransporte-Seite hat 10.000 Facebook-Shares. Und die Konzerne- und Steuernseite hat 1.000 Facebook-Shares. Also, ja, da sieht man mal die Prioritäten der Leute. Ja. Fangen wir an bei der Umweltpolitik. Dann werde ich mal einfach bei der Umweltpolitik anfangen. Startlos. Es ist hier eigentlich gar nichts über die Umweltpolitik. Das Einzige, was ich in die Umweltpolitik geben könnte, wäre die Tiertransporte. Das werde ich jetzt auch machen. Tiertransporte, was wir wollen. Sie wollen ein Verbot von Lebendtransporten außerhalb der EU, weil es dort keine genauen Richtlinien gibt, beziehungsweise keine geregelten Prozesse. Und wenn man die Tiere in ein anderes Land transportiert, lebend, dann gelten eben die dortigen Gesetze, und das ist eben für das Tierwohl. Also du meinst der Verbot von Europa nach außen? Ja, also weil keine halt, Lebendtransporte von Europa nach außen. Okay. Ja. Maximale Transportzeit 8 Stunden. Derzeit ist die Maximaltransportzeit, ganz im Ernst, das ist eh zu begrüßen. Also das ist jetzt nicht irgendwas Lächerliches. Aber ich finde es witzig, halt dass es so auf ich finde es wichtig, dass das halt ein, dass so, dass eine die ihrer vier Punkt. Main-Themen ist. Ja. Gut. Die derzeitige Transportzeit ist 24 Stunden. Wow. Sie wollen es auf 8 Stunden reduzieren. Ich finde hier das Wording ziemlich witzig. Ich lese jetzt ein Werbeteam-Zitat vor, aus der Seite. Die maximale Transportzeit für Lebendtiere soll 8 Stunden nicht übersteigen dürfen. 4 Stunden wären noch besser, aber 8 Stunden erscheint durchsetzbar. Ja, 4 Stunden wären noch besser. Ja. Gut, und Schlachtviehtransporte sollen zum nächstgelegenen Schlachthof gebracht werden müssen. Das ist im Endeffekt die gesamte Seite. Gut. Sonst, ja, ist eigentlich eh zu begrüßen. Ja. Aber was nicht zu begrüßen ist natürlich, dass sie gar keine Umweltpolitik haben. Das ist, macht sie irgendwie schon unwählbar. Keinen einzigen Punkt in Umweltpolitik. Well, gut. Und prinzipiell, wie gesagt, circa 20 Punkte in dem gesamten Wahlprogramm. Also ist schon wenig. Mhm. Kommen wir zur ÖVP. Und der Spitzenkandidat Ottmar Karasch, der auch schon im EU-Parlament sitzt. Karasch. Eine Anmerkung hier. Die ÖVP war die einzige Partei in Österreich, die für die Durchsetzung von Artikel 13 abgestimmt haben, was sie unserer Meinung nach automatisch schon unwählbar gemacht hat für die nächste Partei, weil sie gezeigt haben, dass sie komplett den Willen der Menschen ignorieren und nur auf den Willen der Konzerne achten. Bevor uns jetzt der Vorwurf gemacht wird, wir wissen nicht, was Artikel 13 ist, wir haben uns das sehr genau und sehr intensiv... Es gibt eine Folge dazu, genau, ich glaube, es ist Folge 7 oder so. Schaut sie mal durch, in den Beschreibungen steht es eh. Ja, das nur als Hinweis, ÖVP, einzige Partei, die für Artikel 13 abgestimmt hat. Kommen wir zu ihrer Umweltpolitik. Nummer 1, also sozusagen ihr Übergedanke ist, sie wollen die Sustainable Development Goals und die Klimaziele zielstrebiger durchsetzen, was nur gelingen kann durch eine Digitalisierung und Modernisierung des Energiesystems mit neuen Technologien. Das heißt, sie wollen den CO2-Ausstoß reduzieren,
bis spätestens 2050 soll es keinen Neuausstoß von CO2 geben, was für mich ein bisschen so klingt wie spätestens, wenn die Pizza verbrennt, soll man den Ofen ausschalten. Meiner Meinung nach ist 2015 halt ein bisschen zu spät gesetzt. Das war 4 Jahre her, 2015. 50, sorry. die Unabhängigkeit. 4 Jahre her. Ist okay. Die Unabhängigkeit von Importen bzw. mehr heimische Wertschöpfung wollen sie, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, nämlich die heimische Wertschöpfung soll innovativer gestaltet werden. Ein CO2-Mindestpreis soll auf globaler Ebene für Chancengleichung für erneuerbare Energien sorgen, im Sinne von einer Kostenwahrheit für fossile Energieträger und Atomkraft, was wir eh schon angesprochen haben und wir natürlich auch begrüßen. Das ist gut. Sure. Der Teil zur ihrer erneuerbaren Energie ist sehr ungenau. Sie wollen mehr erneuerbare Energie und eine konsequente Anti-Atomkraft-Politik. Was ihnen auch am Herzen zu liegen scheint, sind Batterien. Sie wollen eine europäische Batterieindustrie zur Produktion von hochwertigen Batterien made in Europe. Und die Sammelquote von Batterien erhöhen, so wie das steht drin, sie wollen weiterhin recyceln. Ja. Wasserstoffindustrie, sie wollen Wasserstoff als Langfristspeicher verwenden, um, ich weiß nicht, Strom- und Wärmeintegration. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, das kann ich nicht beurteilen. Die Energie muss leistbar sein. Das heißt, irgendwie mehr Investitionen in Photovoltaik auf Dächern, Speichern in Kellern, E-Ladestationen auf Parkplätzen. Sie wollen Einwegplastik weiterhin verbieten, aber auch Mikroplastik in Kosmetika verbieten. Das finde ich ist ein sehr guter Vorschlag, der nicht unbedingt umweltrelevant ist, weil das Mikroplastik vor allem uns schadet, aber nichtsdestotrotz sehr wichtig, weil das Mikroplastik auch... Und auch den Fischen! Halt, aber sämtlichen Lebewesen. Das Mikroplastik in den Kosmetika kommt in unseren Körper und schadet uns auf jeden Fall. Und den Fischen! Ja. Die Fische sind auch arm dran. Ja. Und sie wollen auch noch praktisch ihre Mobilitätspolitik, ist auch noch ein Teil von ihrer Umweltpolitik, das heißt Kostenwahrheit auch im Transitverkehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so ein Fan davon bin, weil die Kosten dann oft auf der Einzelperson liegen bleiben, die vielleicht Auto fahren müssen. Das heißt, da ist die Frage, sie wollen einen stärkeren Fokus auf Schienen statt Straßenverkehr legen. Ja. Das wäre wieder eine gute Alternative. Geht es da aber nicht auch um Flüge zum Beispiel? Da ist ja die Kostenwahrheit ein extrem großer Punkt. Ja, aber Sie haben konkret Autos angesprochen. Okay. Eben Flüge nicht, weil innerhalb von der EU sind Flüge auch relevant, aber Ihnen geht es eben um mehr Schienenbau, wie zum Beispiel im Brennerpass. Ja, aber das ist eh super. Ich meine, Aber das ist halt das Problem, dass wir als Einzelpersonen, viele Leute sind arm und müssen Auto fahren, um zu arbeiten und sie dann zu belasten, ist nicht die sinnvollste Lösung. Das ist die Frage, wie man das angleicht an das Einkommen. Ja, aber wenn ja das Schienennetz besser subventioniert wird und mehr ausgebaut wird, dann bist du ja nicht auf das Auto. Das Ganze muss auf jeden Fall richtig angewiesen. Ja, richtig abgewickelt werden. Außerdem ist es ja derzeit auch billiger, Schienenverkehr zu benutzen, als mit dem Auto zu fahren. Kommt nicht, drauf an. Nicht flächendeckend in der EU. In Österreich schon, aber flächendeckend EU nicht. Ja. Und sie wollen einen flächendeckenden Aufbau von Ladeinfrastruktur zur Elektrifizierung des Verkehrs. Also sie sind sehr geil auf Elektroautos, so wie ich das mitgekriegt habe. Und eine langfristige Dekarbonisierung der Mobilität. Ja, das war ihre Umweltpolitik, was ich dazu sagen will. Es ist nicht radikal genug, meiner Meinung nach. Es fehlt einfach ein bisschen mehr, zum Beispiel, wie genau sie zur Dekarbonisierung vorgehen wollen. 2050 ist zu weit in der Zukunft. Das heißt, da die sozusagen Schritte sind richtig gesetzt, aber sie sind halt sehr konservativ. Und bei der Umweltpolitik ist das meiner Meinung nach zumindest nicht, es ist schon zu spät, um es fehlt hier... an der Umsetzung auch irgendwie so. An der Umsetzung fehlt auch einiges, ja. Gut. Okay, guys. Und jetzt mit der alphabetisch letzten Partei, wie wir festgestellt haben, die SPÖ. Zur Umweltpolitik. Aber Ö ist ein Umlaut und kommt im Alphabet nach S. Green New Deal. Das ist eine Sache, die wir schon bei der KPÖ gehört haben. das heißt, das ist irgendwie so ein fancy Überbegriff, der gerade in ganz Europa die Runde macht. Also und Amerika. Und ja, Amerika auch. Green New Deal. Aber jetzt halt bei der Europawahl in Europa. Auch Teil vieler Wahlprogramme ist, die über Österreich hinausgehen. Bei der KPÖ haben wir das auch gehört. Sie wollen, dass Europa bis 2030 CO2-neutral und klimafreundlich ist. Das ist natürlich wieder 20 Jahre kürzer als bei der SPÖ. Das ist vor 2050. Das ist wahr. 50 minus 30 ist 20. Das ist 20, guys. Okay, hör auf, meinen Joke von vorher zu recyceln, Jonas. Sie wollen ein... Aber ich dachte, wir machen mehr Recycling.
Ist gut für die Umwelt. Wir wollen das Recycling beibehalten, Leute. Gut. Ah! Sie wollen ein Investitionsprogramm in Innovation und Green Jobs. Ja. Sie wollen eine europäische Verkehrspolitik für Mensch und Umwelt. Das heißt basically, sie wollen Schienennetze ausbauen und auch eben den E-Verkehr und die E-Mobilität, halt die Privatmobilität irgendwie in diese Richtung fördern. Und sie wollen diese Klimaschutzziele auch verbindlich umsetzen und irgendwie keine sie nicht an Handelsabkommen festmachen und sehen da auch eben so wie die KPÖ sehr stark den Connex zur dezentralen marktwirtschaftlichen Industrie. Das bringt mich auch zum zweiten Punkt. Sie möchten im Produktion und Konsum zu einem Umdenken anregen. Also sie möchten irgendwie ein europaweites Rahmenwerk zur Gewährleistungspflicht gegenüber Konsumentinnen ausbauen mit festgelegter Mindesthaltbarkeit für Produktgruppen. Sie wollen raus aus dem Plastikwahn. Sie wollen eben auch ein Verbot von Mikroplastik und eine Reduzierung des Plastikmülls um 50% bis 2025. Das ist in 6 Jahren. Also das ist ziemlich... radikal. Ziemlich radical. Ist gut. Aber auf der anderen Seite natürlich auch zu begrüßen, weil, wie der Jonas gesagt hat, gerade im Bereich Umwelt. Sie sehen die Kreislaufwirtschaft, bringt uns wieder zum Thema Recycling. Sehen Sie als Chance für nachhaltige Produktions- und Wiederverwertungssysteme, bla bla bla. Und Sie möchten ein Wegwerfverbot von Lebensmitteln für den Handel nach französischem Vorbild. Also das ist irgendwie so, wenn Lebensmittel über dem gesetzlich festgesetzten Mindesthaltbarkeitsdatum raus sind, aber nach wie vor werden, essbar sind, müssen sie gespendet werden. Ja. Das ist ein fantastischer Vorschlag. Ja. Ich weiß nicht, wieso das nicht irgendwie... Es ist teurer für die Supermärkte, aber sie sollten trotzdem dazu gezwungen werden, meiner Meinung nach. Und auch, was sie in Frankreich auch haben, ist, dass sie Gemüse, das halt hässlich ist, unter Anführungszeichen, in einem separaten, billigeren so Teil haben, was wir hier nicht haben. Und das finde ich auch super, weil du hast... Ich meine, ganz im Ernst... Die hässlichen Leute einfach so woanders sind. Whip it. Nein, aber ganz im Ernst, wieso soll man jetzt hässliches Gemüse einfach nicht trotzdem kaufen können? Das ist ein extrem... Das wird dann halt weggeschmissen. Schmeißt ihr eure hässlichen Kinder in den Müll? Ja, es wird halt meistens zu Tierfutter. Weil Lenny sitzt noch immer hier. So. Ja, aber wenn das... Human-grade Food ist sozusagen. Okay, es liegt Human-grade Food. Aber wenn es das ist, dann sollte man es. Ich meine, das hat ja besondere Richtlinien und so weiter. Das wird ja. Is this cucumber human-grade? Aber du weißt, was ich meine. Das wird sich cucumber. Unter. Strengeren. Es wird sich unter strengeren. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu. Gehen wir weiter! Gehen wir weiter! Fahren wir fort! Ja, gehen wir es an. Dieser Punkt nennt sich Energiewende schaffen. Da reden sie darüber, wie sie diese bisher genannten Ziele umsetzen möchten. Sie fordern einen EU-weiten Ausstieg aus der Atomkraft. Da ist eben die Frage, wie viel Sinn das gerade jetzt macht, zu einer Zeit, wo Atomenergie doch irgendwie eine reasonable Übergangsform wäre, um halt zu nachhaltigeren Quellen zu wechseln. Auf jeden Fall nachhaltiger als Kohle und halt grundsätzlich fossile Brennstoffe. Einen EU-weiten Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe eben. Thermische Sanierung europäisch vorantreiben. Da habe ich nicht ganz verstanden, was genau Sie damit meinen. Thermische Sanierung, damit man wahrscheinlich damit Isolierung... Ja, weniger Gas braucht zum Heizen oder weniger derzeit, Strom. Derzeit sind die Isolierungsrichtlinien extrem leicht und viele von den alten Gebäuden... Vor allem in Wien, Altbauten extrem so. Schlecht isoliert und verbrauchen extrem viel, vor allem gemeinnützige Bauten, die halt mit so wenig Geld wie möglich gemacht werden, sind sehr schlecht isoliert und verbrauchen halt extrem viel Energie. Ich finde es interessant, dass Sie das erwähnen, auf jeden Fall. Aber das wurde auch bei den Grünen und so erwähnt. Ja, gut, also bei der KPÖ habe ich es nicht gelesen, deswegen wundert es mich gerade. Dann möchten Sie... in CO2-arme Technologien logischerweise investieren und auf der anderen Seite Technologien, die sehr CO2-lastig sind, sehr stark besteuern. Was auch irgendwo ein logischer Schritt ist, wenn man sagt, man möchte irgendwie eine CO2-arme oder beziehungsweise eine Zukunft ohne CO2-Neuausstoß. Der vierte Punkt in Ihrem Umweltprogramm heißt der Natur Luft zum Atmen geben. Das heißt einfach im Grunde genommen, sie wollen, dass gewisse Naturstücke oder gewisse Nationalparks vor großtechnischer Erschließung geschützt werden. Sie möchten Ruhegebiete einrichten und sie wollen ein freies Wegerecht. Das ist wieder so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil das heißt im Grunde genommen, ich kann überall hingehen, wo ich will. Und ich kann halt irgendwie, weißt du, was ich meine, so halt
Was? Nein. In Nationalparks, also sie wollen, sie, was sie nicht wollen, ist, dass man große Stücke an Land erschließen kann und die dann praktisch zur Privatnutzung verwenden kann und zusperren kann. Ja. Was Förster zum Beispiel manchmal machen, wo du siehst, ja, Privatgrund und dann so ein fetter Zaun und du kannst nicht durchgehen. Und wieso ist das ein zweitschneidiges Schwert? Weil die Förster auf der einen Seite, das ist eben die Frage, wie sehr das jetzt direkt praktisch umweltfeindlich ist, wenn man sagt, dieser Teil gehört einem Förster und der schaut genau in diesem Teil, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt und managt genau in diesem Teil. Ja, aber es haben ja alle Waldstücke Förster, nicht nur die Teile, die abgesperrt sind. Ja, aber das Ding ist halt, dass auch durch ein freies Wegerecht man jetzt arguen könnte, dass Was bedeutet das Verschmutzung, dass Leute halt überall hin können. Ist das nicht derzeit auch so? Nein, du kannst als Förster, wenn du den Grund besitzt, sozusagen kannst du ihn sagen, absperren. Dass du ihn absperrst. Und ihnen geht es darum, dass sie keine zu großen Grundstücke wollen, die du absperren kannst. Natürlich, genau. Wenn du deinen Hintergarten besitzt. Ja, aber du musst, das ja, ist was anderes. Du musst das ja auf nationaler Ebene, da, durch ein freies Regelrecht kannst du ja trotzdem sagen, wegen der Artenvielfalt müssen wir das jetzt absperren. Das ist ja, glaube ich, nur Privatgrund bezogen. Es geht um allgemein. Ja, das kann gut sein. Gehen wir weiter. Das kann gut sein. Gehen wir weiter. Und letztendlich noch Wasser ist Menschenrecht und halt so klassische eben diese Dinge wie Wassergrundversorgung und so sollen nicht privatisiert werden und sollen in staatlicher Hand bleiben. Und sauberes Wasser europaweit ist da so ein Stichwort. Ah ja, genau. Und dann noch kein Gift in unserem Essen. Also Glyphosat, Stichwort Glyphosat und ein Verbot davon oder eine starke Regulierung von Glyphosat und dergleichen und Antibiotika. Gut, das heißt, wir sehen bei der Umweltpolitik eigentlich alle Parteien, bis auf die Regierungsparteien, mit sehr starken Umweltprogrammen und auch oft sozusagen mit der Priorität im Umweltprogramm. Nicht mehr die Regierungsparteien. Ey, na, es ist ja nichts passiert. Wovon redest du? Ah, stimmt. Sorry. Es ist nichts passiert. Karin Kneißl ist noch da. Gut, das heißt, ja, wälzen wir um auf Sozialpolitik als nächstes und schauen wir, was die FPÖ dazu zu sagen hat. So, nochmal eine Entschuldigung übrigens, falls wir da durchrushen. Es geht immer darum, gibt sehr viel. Ich meine, das Parteiprogramm der SPÖ, 130 Seiten, das Parteiprogramm I suffered for der this. ÖVP auch 70 Seiten oder so, das Parteiprogramm der FPÖ. Fünf okay. Seiten. Gehen wir jetzt zum Parteiprogramm der FPÖ. Bevor ich werde jetzt das Parteiprogramm der FPÖ weiter normal durchgehen. Und dann einfach am Ende so ein bisschen eine Kritik dazu sagen, wenn wir schon mit allem fertig sind. Sozialpolitik. Hier geht's, das Einzige, was wir Sozialpolitik haben, ist eigentlich sichere Grenzen, also Asylpolitik. Hier geht's um, sie wollen Flüchtlinge in der Region halten. Das heißt, sie wollen schauen, dass Flüchtlinge innerhalb ihres eigenen Kontinents flüchten, zum Beispiel in Afrika, dass sie zu einem sicheren Land flüchten, aber nicht dann nach Europa. Und da wollen sie, dass bestehende Regelungen überdacht werden. Dass bestehende Regelungen überdacht werden. Das heißt, sie wollen zum Beispiel nicht mehr, dass alle Flüchtlinge halt an der Grenze, also sie wollen praktisch, dass bei Flüchtlingen, wo es irgendwie klar ist, dass sie nicht Asylanspruch haben, dass die Leute sofort an der Grenze zurückgewiesen werden können und nicht zuerst ein Asylantragsverfahren machen können müssen. Derzeit ist es so, wenn du an der Grenze bist, dann musst du sozusagen gewährleisten, dass sie ein Asylantragsverfahren kriegen und du darfst sie nicht sofort zurückweisen. Sie wollen, dass das eben überdacht wird. Sie wollen Ankerzentren einführen. Das sind, ich finde das wieder witzig, weil sie finden mir irgendwelche Wörter dafür, das finde ich witzig. Ankerzentren sind praktisch gefährlich. Sowas wie Zentren, die außerhalb der EU sind, wo Flüchtlinge halt gesammelt werden sollen und dort soll das dann stattfinden, diese Asylanträge und so weiter. Das heißt, diese Ankerzentren sollen außerhalb der EU sein und nicht drinnen. Das ist ihnen wichtig, dass sie eben so praktisch draußen bleiben. Und die anderen Länder sollen bei diesen Ankerzentren mitmachen. Sie sollen da kooperieren und so weiter und auch bei den Schleppern kooperieren. Und wenn sie das nicht machen, dann soll ihnen halt so Entwicklungshilfe gestrichen werden. Also das wollen sie koppeln.
Sie wollen keine aufgezwungene Solidarität, das heißt keine Quote für Flüchtlingsaufnahme, kein humanitäres EU-Visa. Staaten sollen selber entscheiden, wie viele sie aufnehmen. Finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn du bedenkst, Österreich nimmt pro Person schon viel mehr Leute auf als die anderen EU-Staaten. Da wäre es eigentlich, also von der FPÖ-Seite jetzt, wäre eine EU-Quote irgendwie sinnvoller, weil derzeit nehmen wir eh schon mehr Leute auf. Also dann würden wir weniger Leute aufnehmen müssen. Das ist, ja. Also, weiß ich nicht. Sie wollen halt wahrscheinlich dann gar keine. Weird. Schengen anpassen. Derzeit ist es so, dass eben nicht so viele Grenzkontrollen gemacht werden dürfen. Das wollen sie halt nicht. Sie wollen mehr Grenzkontrollen. Sie wollen bei Kriminellen durchgreifen. Derzeit ist es so, dass nur bei besonders schweren Delikten Asylschutz revoked werden kann, also zurückgenommen werden kann. Und sie wollen, dass das eben auch schon bei schweren Delikten passiert und bei mehreren leichten Delikten. Übrigens, man kann aber auch, selbst wenn man Asyl hat und nicht ein Delikt begeht, man kann abgeschoben werden, beziehungsweise vorbestraft ist, weil ich sehe das bei mir in der Arbeit oft genug, dass Leute mit einer Vorbestrafung abgeschoben werden, weil sie zum Beispiel keinen Job finden und dann keine Aufenthaltsgenehmigung mehr kriegen. Also ganz so stimmt das eben nicht, wie sie das darstellen. Nein, was sie halt, glaube ich, einfach nur meinen, ist, dass du nicht nur wegen dieser Sache abgeschoben werden kannst. Aber natürlich kannst du auch wegen, weil du dann halt, ja, gut. Und sie wollen Mitwirkung einfordern, das habe ich eh schon gesagt. Die Herkunft und Transitländer sollen durch Entwicklungshilfe dazu gebracht werden, zu kooperieren bei allen Sachen Richtung Flüchtlinge. Und ja, das ist ihre Sozialpolitik. Gut, das heißt sehr, was eh zu erwarten war. Ja, die ÖVP hat das ist übrigens, nur ganz kurz, das ist übrigens auch ihr größtes Thema mit den meisten Punkten. Also das ist das Wichtigste. Aber wir geben ihr null Punkte. die ÖVP hat auch einen relativ großen Teil zur Asyl- bzw. Grenzpolitik. Sie wollen einen funktionierenden Außengrenzschutz als Voraussetzung für offene Binnengrenzen. Das heißt, eine rasche Aufstockung von Frontex auf 10.000 Mann. Mann ist übrigens hier wieder ein Zitat. Momentan hat Frontex, also bis 2020 sollen 1.000 Mann dort arbeiten und sie wollen 10.000 sehr rasch. Und Frontex, das ist übrigens der europäische Außengrenzschutz, die sollen auch Rückführungen durchführen dürfen. Sie wollen das auch ausweiten dann auf Nachbarregionen wie Nordafrika. Und was ich relativ hart fand, wie sie es ausgedrückt haben, ich paraphrasiere jetzt, aber mehr oder weniger, Ertrinkende im Mittelmeer nur retten, wenn wir sie dann nicht weiter nach Europa lassen. Was? Ja, sie haben gesagt, das ist schön. Sonst muss man sie nicht retten. Nein, sie haben gesagt, aber das ist die Krux der Sache. Wir müssen natürlich Ertrinkende im Mittelmeer retten, aber es ist nicht fair, wenn wir sie dann weiter nach Europa lassen, weil sonst begeben sie sich absichtlich in so unsichere Situationen. Aber ich finde an und für sich. Der Ansatz ist verständlich. Sie wollen eine bessere Zusammenarbeit mit Transitländern, wie zum Beispiel Ägypten, nachhaltige Schließung von Fluchtrouten, wie es, und sie sagen es immer wieder, Bundeskanzler Sebastian Kurz schon gemacht hat. Ich habe gerade verstanden, nachhaltige Erschießung von Flüchtlingen. Ja, das auch. Eine wirksame Ursachenbekämpfung in Herkunftsländern. Und was sie auch wollen, ist, dass die Rücknahme von abgelehnten Asylwerbern eine Voraussetzung für Entwicklungshilfe bzw. Visumvergabe ist für also Herkunftsländer. Und sie wollen, dass internationale Organisationen direkt in Herkunftsländern aussuchen können, wer ein Flüchtling ist, anstatt dass sie zum Beispiel Schlepper bezahlen müssen. Das ist ein bisschen ein grenzwertiger Vorschlag, meiner Meinung nach, weil dieses Aussuchen, so wie sie es ausgedrückt haben, ist, bin mir nicht ganz sicher, wie das hört sich nicht ganz richtig an. Dann wollen sie einen Afrika-Plan, einen europaweiten, keine Bevormundung, sondern partnerschaftliche Zusammenarbeit mit einer wirtschaftlichen Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist gut und ist auch schon irgendwie so eingeleitet worden. Sie wollen eine grenzüberschreitende Justizpolitik, das heißt effiziente grenzüberschreitende Strafverfolgung, engere Vernetzung von den Behörden, verbesserter Datenaustausch, Weiterentwicklung und Stärkung von Europol und leichtere und raschere Abschiebung von straffälligen Asylwerbern oder Asylberechtigten. Cybercrime ist für sie und digitale Radikalisierung ist auch für sie ganz wichtig. Das heißt, rasche und wirksame Maßnahmen gegen Handel mit verbotenem Material im Darknet.
Ja, das ist so, das ist echt wichtig. Why you got a shit on my side hustle? Ja, sie wollen eine rasche Umsetzung der E-Evidence-Verordnung zur Verfolgung von der Verbreitung von terroristischem Material im Internet, rasche Maßnahmen gegen Hate Speech online und offline. Das ist, halt die Frage. Das Ding ist Hate Speech offline einfach, wenn ich dich ein Arschloch nenne? Weil Hate Speech, Beamtenbeleidigung. Ihr habt es gehört, ihr habt es gehört, und Hate Speech. Genau, sie wollen eine rasche Löschung von terroristischen und gewaltverherrlichen Inhalten im Internet. Da ist wieder die Frage, sozusagen, wie can you govern the Internet? Ja, ja, eben. Inwieweit ist das umsetzbar? Das ist eine schwierig zu beantworten. Grundsätzlich nett gemeint, aber halt. Ja, im Internet. Ich meine, obviously bist du gegen Drogenhandel und gegen illegalen Drogenhandel aber und gegen. Das Problem ist, das Internet ist Terrorismus. Halt. Kann man nicht so leicht. Illegalen Drogenhandel. Naja. Sie wollen eine Bekämpfung von radikalem Islamismus, nenne ich das jetzt mal. Das ist nicht Ihr Ausdruck, sondern meiner. EU-weite schwarze Liste für Hassprediger und eine sogenannte Gefährderdatei. Und sie wollen konsequente Schließung von Moscheen, in denen Hass gepredigt wird. Bekämpfung von Antisemitismus ist auch wichtig. Hier will ich euch ein Zitat vorlesen. Erst wenn Juden in Österreich, Europa, Israel und auf der ganzen Welt in Frieden und Freiheit leben können, sind wir unserer historischen Verantwortung auch wirklich gerecht geworden. Das ist so bevormundend und so irgendwie halt patronisierend. Das ist lächerlich. Also das hat mich wirklich. Außerdem, was ich ja zu dem vorigen Punkt sagen muss, also ich weiß nicht, was die Schließung von Moscheen, wo Hass gepredigt wird, groß bringen soll, weil im Endeffekt es ist auch ganz ehrlich, wirst du das Incentive so nicht verändern. Rechte Parteien tun so, als gäbe es so viele Moscheen, wo Hass gepredigt wird, und wir haben es mitgekriegt, die FPÖ hat als Regierungspartei einige Moscheen geschlossen, die dann alle wieder, also auf Verdacht auf Radikalisierung, die wurden alle wieder geöffnet, weil nichts festgestellt wurde. Das ist einfach nur Propaganda, also, die wirklich funktioniert. Also, dass es sicher keine Hasspredigen gibt, kann man nicht ausschließen. Nicht, aber das ist so ein Buzzwort. Schließen wir die Moscheen, schließen wir die Hassmoscheen. Es ist halt, auf der einen Seite hast du natürlich das Propagandamittel, dass du sagst, okay, wir sind gegen Islamismus und was auch immer. Und dann sagst du, es gibt dafür natürlich auch nicht so wirkliche Beweise. Ich meine, da geht ja niemand sowieso rein mit irgendwelchen nicht. Hidden Cameras und schaut das durch. Aber natürlich, das muss man auch ganz ehrlich sagen, Hasspredigten, weiß nicht, wie das sagen soll, aber es gibt natürlich schon radikale Predigten. Ja, sowieso. Ja, keine Frage. Aber die Frage ist, sollst du auch Kirchen schließen, wo homophobe Materialien gepredigt werden? Ja, solltest du auch. Ja, genau. Aber dass das nicht in ihrem Wahlprogramm steht, ist eben das Manko. Ja, generell das ist nichts dagegen einzuwenden, gegen Radikalismus zu sein, aber es nur auf eine Seite der Münze zu beziehen, ist halt falsch. Gut. Sehr gut ausgedrückt. Ein paar Punkte haben Sie noch. Sozialsysteme, sie wollen eine Angleichung der sozialen Unterschiede zwischen EU-Ländern. Natürlich soll Österreich nicht runtergestuft werden, sondern andere Länder raufgestuft. Durch wirtschaftliche Entwicklung, sie wollen Mindeststandards bei Lohn und bei den Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping. Sozialpolitik soll aber die Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten bleiben. Und sie wollen die Inklusion von Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen vorantreiben, damit Kurz weiter Kanzler bleiben kann. Was die Bildung angeht, sie wollen die Schaffung eines europäischen Bildungsraums bis 2025, europaweite Anerkennung von Bildungsabschlüssen und Qualifikationen, so wie wir das bei den NEO schon hatten, praktisch Angleichung von den Qualifikationen und die Erweiterung von Erasmus Plus. Sie wollen Gleichstellung der Geschlechter auf die Spitze der politischen Agenda der EU bringen, was für mich so klingt, als würden sie versuchen, ein relativ einfach positiv zu behandelndes Thema sozusagen als ihres zu sehen. Ja, natürlich ist jeder der Meinung, dass Geschlechter gleichberechtigt sind. Außer die FPÖ. Aber trotzdem, das ist für mich, so wie die das dargestellt haben, ein bisschen frag. Aber gut, natürlich unterstützen wir das. Und die bessere Einbildung von Seniorinnen und Senioren in alle Arbeitsmarkt- und Weiterbildungsmaßnahmen. Ja. Weil das ihre Wählerschaft ist, oder? Nein, aber halt, sowieso. Das Ding ist aber, wieso würdest du Senioren? Sie meinen, dass das praktisch. Oder meinst du einfach ältere Leute, die nach wie vor arbeitsfähig sind? Ja, so wurde das bei Ihnen dargestellt. Wir haben die fitteste und irgendwie am besten körperlich noch bei Sinnen seinste Senioren-Generation aller Zeiten, bla bla bla. Aber gut, das ist das Sozialprogramm der ÖVP. Kommen wir nun zum Sozialprogramm der SPÖ. Naja, ich meine, es macht schon Sinn, dass du halt
Leute, dass die länger arbeiten, weil dann müssen sie weniger lang getragen werden von dem System. Ist sinnvoll. Gut, wir müssen ein bisschen... Danke, Jonas. Genau. Nun zur Sozialpolitik der SPÖ. Die Sozialdemokratische Partei hat natürlich ein sehr großes Programm zur Sozialpolitik. Ich gehe da jetzt halt einfach wirklich schnell durch. Sie möchten einen Privatisierungsstopp in der Daseinsvorsorge. Damit meinen Sie Wasser, Müll, Abwasser, Verkehr, Energie, Bildung, Gesundheit und Wohnen. Und das klingt alles, finde ich, sehr, sehr gut. Ich würde das auch genauso unterschreiben. Bei Bildung ist natürlich die Frage, möchtest du wirklich, dass es nur mehr öffentliche Einrichtungen gibt oder sind nicht irgendwo private Einrichtungen auch sinnvoll, weil sie ein Nischenangebot bieten? Das habe ich mir zumindest in der Situation gedacht. Ist ein polarisierendes Thema vielleicht für einige von euch? Schreibt uns eure Meinung. Sagen wir so, in einer perfekten Welt müsste es nur öffentliche Schulen geben, aber in der Welt leben wir leider nicht. Ja, werden wir auch nie. Leistbares Wohnen muss für alle Menschen zur Verfügung stehen. Finger weg vom Gemeindebau steht da unten. Ein sozialer Wohnbau muss für alle zugänglich sein und sie sind halt stark für Ausweitung von sozialen Wohnbauten, Neubauten von der Gemeinde und gegen logischerweise die Abreißung bzw. Privatisierung von solchen Gebäuden. Spekulationsstopp auf Wohnen, ähnlich wie bei der KPÖ. Das Einzige, was da nicht drinnen steht, was ich eher begrüße, ist, dass sie gegen, was da nicht drin steht, ist eben die Enteignung, die die KPÖ erwähnt hat, die ich ein bisschen kritisch sehe oder letztes Mal auch gesehen habe. Aber ja, nicht mit Wohnen zu spekulieren, ist trotzdem etwas, was man so unterschreiben kann. Und Leistungen in der Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand, das ist ein Punkt, der sich wiederholt. Also eben Bildung und so, wirklich alles durchgehend in öffentliche Hand zu geben. Sie wollen Lohn- und Sozialdumping beenden und dabei effektive Gesetze, Kontrollen und Strafen durchsetzen. Sie möchten europaweite Mindestlöhne und Mindeststandards. Da geht es jetzt eben wieder darum, andere Staaten anzugleichen, bei denen das nicht so gut läuft. Sie möchten den sozialen Dialog in Europa stärken. Also europäische Betriebsräte auch, das soll sich bis in die Konzerne ziehen, stärken und verbindlicher gestalten. Eben auch jetzt mit sehr, sehr viel Connects zur Wirtschaft. Gute Arbeit und faire Verträge. Arbeitszeitsverkürzung bei vollem Lohnausgleich auch in Europa vorantreiben mit dem Ziel, eine 30-Stunden-Woche ist da das, was man, finde ich, besonders herausstreichen sollte. Als positiv. Als positiv, ja. Da. Sie möchten eine... Naja, letzte Woche haben wir nur darüber geredet und es kam von euch beiden sozusagen die Frage, ob das nicht ein Produktionsrückgang wäre. Und das ist die Frage. Das kann im man Grunde, jetzt es so würde weniger Profit geschlagen werden für reiche Leute, aber... Schau, grundsätzlich finde ich, sollten Leute die Möglichkeit haben, so lange arbeiten zu können, wie sie wollen. Aber die Norm sollte nicht mehr eine 40-Stunden-Woche sein. Ja, dem gebe ich auch recht, auf jeden Fall. Sie möchten eine gemeinsame europäische Asylpolitik mit einheitlichen Asylverfahren, einer einheitlichen Regelung dafür, also in dem Fall genau das Gegenteil, was bei der FPÖ der Fall ist. Sie sind für eine menschliche und fortschrittliche Asylpolitik, das geht jetzt eben auch bis zur Einstellung einer Seerettungsorganisation. Der nächste Punkt heißt auch ganz plakativ, sichere Wege zur Flucht schaffen, eben eine Verfahrenszentren unter UNHCR-Mandat möglichst nahe den Herkunftsregionen errichten mit dem Ziel, die gefährliche Flucht über das Mittelmeer zu verhindern und dem Schlepperwesen halt auch irgendwie den Boden unter den Füßen wegzunehmen. Mobilität muss auch für Menschen des globalen Südens möglich sein, also irgendwie jetzt rein, was Bildung betrifft oder so, auch da irgendwie die Tore zu öffnen und Leute, kluge Köpfe irgendwie auch in der EU, ohne sozusagen irgendwie benachteiligt zu sein, hier ausbilden zu lassen. Kluge Köpfe. Genau, kluge Köpfe. Wie zum Beispiel den Jonas, der in Yale nach studiert. Geht nach Yale, Leute. Jonas geht nach Yale, Guys, das ist nicht cool. Es ist eine Ivy League Universität. Seine neue News, Big News. An der Ostküste. You heard it here first, guys. Gut, und wie geht's weiter? Weiter geht's beharrlich in Richtung eines feministischen Europas. Kinder haben Rechte in Europa.
Das bezieht ja, sich das aber irgendwie sich. Auch, das ist der nächste Punkt, das bezieht sich aber eher auf die Elternteile als auf die Kinder. Also irgendwie eine Karenz für beide Elternteile und einen Rechtsanspruch auf einen Papamonat wird hier genannt. Das ist gut. Recht auf flexible Arbeitszeiten für beide Elternteile, das ist auch eben logischerweise sehr stark mit dem Punkt Feminismus verknüpft. Inklusion in Europa, also europäische Mindeststandards für die Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung anzuheben. Mindeststandards zu schaffen. Dann Perspektiven für die Jugend, da geht es eben einfach jetzt auch um die Bildung in Europa, dass die zugänglicher sein soll, eben öffentlich sein soll, dass sich jeder das leisten kann. Sie wollen ein Interrail-Ticket zum 18. Geburtstag, was ich cool finde. Ich weiß nicht, inwiefern man das einfach so durchsetzen kann, aber... Vater Österreich beschenkt dich. Vater Österreich beschenkt dich mit einem Interrail-Ticket. Mit einer Zugfahrt durch die Welt. Shoutouts an Zeilinger. Interrail ist natürlich insofern gescheit, als dass du halt auch einfach dir schnell andere Länder anschauen kannst, andere Universitäten anschauen kannst, dir überlegen kannst, auf einer viel globaleren... Auf einem viel globaleren Level schon. Ich glaube, es geht hauptsächlich da um Weltoffenheit. Es steht unter dem Punkt halt Jugend und Bildung. Also, ja, aber ja, ich glaube, es geht schon hauptsächlich darum, halt bildend sozusagen. Genau, es ist bildend zu reisen. Das ist das ja, damit gut. gemeint. Und Vaterstaat ist natürlich dafür. Und dann möchten sie eben eine EU-Strategie zur Sicherung und zum Ausbau der Rechte von LGBTIQ-Personen, da fehlt das A. Und das Plus. Und das Plus, genau. Aber uns wurde beigebracht von einer Zuhörerin. Dankeschön. Wir können auch einfach GSI sagen, Gender and Sexual Identity. Das okay. ist sozusagen das ist, die gekürzte Version. Das ist ein pfiffiger Begriff. Ja. Ist wahr. Ist mir persönlich auch viel angenehmer. An vielen Dank. Dich, Daimler. Ja, Shoutouts an Daimler. Gut. Also der Rechte von GSI-Personen. Liebe SPÖ. Ja. Take note. Und eine europaweite Initiative im Kampf gegen Hate Crimes. Da ist es eben nicht wirklich spezifiziert, was das mit Cybercrimes oder mit eben halt oder offline Crimes, genau, ob es offline passiert. Und dann steht da ein ganz netter Begriff: Sie wollen Sicherheit für alle Paare und Regenbogenfamilien. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Wort. Und auch ein Punkt, den der Jonas schon genannt hat, gleiche Rechte und Würde für ältere Menschen, Kampf gegen Altersdiskriminierung und irgendwie Beseitigung von Altersarmut. Ja, und auch natürlich irgendwie eine verstaatlichte Pflege, Entprivatisierung von Pflegezentren, da stelle ich mir auch die Frage, ähnlich wie in der Bildung, ist das 100% möglich, ist natürlich vielleicht irgendwo auch kritisch zu betrachten. Schreibt uns da auch eure Meinung. Weiter geht's. Ach, die Pflege. Ja, mit der Finanzpolitik. Aber ein sehr sozialistisches oder halt sozialdemokratisches. Ja, sehr klassisch sozialdemokratisches Wahlprogramm. Kommen wir zur Finanzpolitik der FPÖ. Ich muss sagen, danke, Dani. Ich werde danach auch darüber nochmal reden. Aber an sich gefällt mir das eigentlich gut. Finanzpolitik von der FPÖ. Da ist der Hauptfokus einfach, sie wollen, dass Konzerne Steuern zahlen und sie wollen, dass Lobbyisten praktisch nicht mehr hinter verschlossenen Türen Lobbying betreiben können, sondern dass man praktisch nicht einfach an einer Partei spenden kann und das beim Rechnungshof nicht melden muss und solche Sachen, sondern dass das auch wirklich alles, oder? Ja, darüber wollte ich später noch zu sprechen kommen. Auf jeden Fall. Steuern, was wir wollen. Jeder Euro, der in Österreich erwirtschaftet will, soll in Österreich versteuert werden. Das wurde oft vorgeschlagen, ist absolut zu begrüßen und muss auch sein. Ich finde es hier witzig, sie haben gesagt, ein Mindestrahmen für Steuern von halt allen Ländern. Aber ich stelle mir das so vor, da gab es einen FPÖ intern und der war so, okay, es muss FPÖ sein, es muss ein freiwilliger Mindestrahmen sein. Oh. Haben sie freiwilligen Mindestrahmen reingeschrieben. Oh boy. Steueroasen bekämpfen. Lobbying in Europa ist schrecklich. Das wusste ich selber nicht, aber ich habe mir das... Warte, stand angeschaut. Das genauso im Wahlprogramm? Nein, aber das ist jetzt meine Aussage dazu. Okay. Lobbying in Europa ist, finde ich wirklich ziemlich schlimm. 50%, and this is a fact, das ist nicht von den FPÖ, sondern das ist von a fact. Transparency Europe heißt das, glaube ich. Und die haben eben ein ziemlich fettes Dokument dazu rausgebracht. 50% der EU-Kommissare gehen danach in die Privatwirtschaft. What the fuck? Das ist schrecklich. Das ist wirklich ungefähr die Hälfte, sehr viel. 30% der Abgeordneten gehen danach in die Privatwirtschaft. Das lässt schon mal für mich persönlich massiv an der Glaubwürdigkeit von den Leuten dort zweifeln.
in Bezug auf die FPÖ jetzt. Ich meine, prinzipiell der Vorschlag ist halt gut. Ja. Absolute Transparenz bei Lobbying, mandatorisches Lobbying-Register, Kontakte sollen aufgezeichnet und veröffentlicht werden, illegale Einflussnahme soll mehr bestraft werden. Ist gut. Nice. Abkühlfrist like von 3 Jahren. Politiker dürfen in diesen 3 Jahren nicht Wirtschaftssektor wieder weitermachen. Also, das ist auch gut. NGOs sollen transparenter sein, Finanzen und Unterstützungen offenlegen. Ja. Sehr sinnvoll. Es ist alles, sind alles sinnvolle Vorschläge. Vorträge. Wenn man sich die FPÖ jetzt anschaut, vor allem was jetzt passiert ist, es ist nichts passiert, Daniel? Komplett unglaubwürdig natürlich. Ja. Ich meine, es ist lächerlich. Es ist wirklich, ich verstehe nicht. Du schreibst was in ein Wahlprogramm. Wie wenn sich der Wolf für Veganismus einsetzt, gell? Ja. Also du schreibst was in ein Wahlprogramm und im Endeffekt machst du hinter verschlossenen Türen das ganz genaue Gegenteil. Genau das Gegenteil ist da der Fall. Da ist natürlich auch die Frage, inwieweit ist das dann auch bei anderen Parteien war. Aber schau, Dani, die Finca natürlich war präpariert. Also ich meine, es war illegal. Finca. Und es ist halt irgendwie witzig, dass einer ihrer 4 Teile, also wirklich das Lobbying soll transparenter sein, einfach 1:1 in diesem Video, also von Strache, von dem Video in Ibiza rede ich jetzt, einfach 1:1 das genaue Gegenteil einfach gezeigt wurde. Das ist echt witzig. Ich meine, das ist schon schlimm. Es ist typisch. Okay, ganz kurzer Verweis an ein gewisses Ibiza-Video. Es gibt ein herrliches Video von Maschek zu dem Thema. Ja. Und ein herrliches Video von Spritzwein zum Frühstück. Das ist ein netter Podcast, habe ich übrigens gehört. Sehr empfehlenswert auch. Schaut euch das Video an und danach, erst wenn ihr Spritzwein zum Frühstück euch das angeschaut habt, dürft ihr auch Maschek-Video anschauen. Super hilarious, extrem lustig. Machen wir weiter mit der Finanzpolitik von der ÖVP. Nummer 1, europäische Schuldenbremse, das heißt, sie wollen gemeinsame Regeln wie den Stabilitäts- und Wachstumspakt ausnahmslos einhalten. Wirksamere Sanktionen durch die EU-Kommission, wenn die gemeinsamen Regeln nicht eingehalten werden, vor allem bei Großstaaten sollen diese Sanktionen nicht zu kurz kommen und kein Beitritt in die Eurozone bei Verschuldung jenseits von den Kriterien und keine Schuldenumverteilung, wie es bei Griechenland der Fall war, zum Beispiel auf andere EU-Länder. Sie wollen die Bankenunion vervollständigen, das heißt, diese Bankenunion soll Bailouts von Banken mit Steuergeldern verhindern, sondern stattdessen es sollen wirksame Regeln für Eigenkapital von Banken auftreten, um so eine Finanzkrise vorzubeugen und eine gemeinsame europäische Aufsicht über große Banken sowie einheitliche Regeln zur Sanierung und Abwicklung maroder Banken. Und bestehende Risiken müssen deutlich minimiert werden. Ähnlich wie die NEOS wollen sie den europäischen Stabilitätsmechanismus, der dazu da ist, um Staaten in finanziellen Problemen zu helfen. Sie wollen den ausbauen zu einem richtigen europäischen Währungsfonds, der unabhängig von anderen Wirtschaftsmächten agieren kann. Und die Rolle des ESM soll bei der Ausgestaltung und Überwachung von Hilfsprogrammen sowie bei der Entwicklung neuer Finanzhilfeinstrumente erweitert werden. Sie wollen die Europäische Zentralbank umwälzen, rasche Rücknahme von ihrer Nullzinspolitik und dem Ankaufen von Anleihen, das sie nach der Finanzkrise gestartet haben, und stattdessen nachhaltige Geldpolitik mit Fokus auf Preisstabilität und mit einem Schutz für Geldsparer. Da ist ein bisschen eine Frage, was genau das heißen soll. Sie wollen Bargeld übrigens nicht abschaffen, das ist ihnen wichtig. Sie wollen diese haptische Erfahrung beim Zahlen. Ich finde, eigentlich spricht nichts dagegen, Bargeld abzuschaffen und überall verbindlich irgendwie so Cashless Paying zu haben, wenn du halt auch die sozusagen Bankomat, wie sagt man da, diese Preise, die man draufzahlen muss, senkt. Sie wollen eine Digitalsteuer einsetzen, das ist ein sehr guter Vorschlag, Steuer auf Online-Umsätze mit möglichst breitem Anwendungsbereich, das heißt auch eine digitale Betriebsstätte auf OECD- oder EU-Ebene zur Versteuerung von Geschäften, die nicht physisch im Land oder in der EU präsent sind, sondern nur online. Und neben Werbeeinnahmen sollen auch Vermittlungsleistungen wie Airbnb oder Uber sowie Datenverkäufe versteuert werden können. Das finde ich sehr interessant. Sie wollen Steuerschlupflöcher schließen. Datenverkäufe? Personendatenverkäufe wollen sie versteuern. Das ist ja auch super. Das habe ich noch nie gehört. Nein, ja, das ist eine gute Idee. Ja, finde ich eigentlich. Ich fand, das war ein sehr innovativer Vorschlag. Habe ich das Gefühl zumindest. Auf jeden Fall. Sie wollen halt Körperschaftssteuer vereinheitlichen, stärkere Sanktionen für Steuerhintergehen, Einführung von einer Finanztransaktionssteuer. Das sind super Vorschläge, nicht unbedingt typisch ÖVP, aber
Gute Vorschläge. Stehen wir trotzdem dahinter. Nice. Und im Gegensatz zu den Neos, das genaue Gegenteil, sie wollen keine Kürzungen in der agrarischen Förderpolitik, sondern eine stärkere Begünstigung von kleineren, also so Familienagrarbetrieben, ja, und eine umfassende internationale Handelspolitik mit Handelsabkommen, kein Protektionismus, sondern faire, transparente Wettbewerbsbedingungen und hohe Umweltkonsumenten- und Lebensmittelstandards sollen beigehalten werden. Okay, und kommen wir zu der SPÖ noch schnell. Schnell, schnell, schnell. Steuern sollen dort bezahlt werden, wo Gewinne erwirtschaftet werden, ähnlich wie bei der FPÖ. Sie fordern volle Transparenz. Da sagen sie, dass sie eine öffentliche Konzernsteuererklärung wollen, also die Offenlegung der Gewinne und Steuern nach Ländern. Und hier auch Standards fordern. Und die Sache ist halt, jeder Konzern muss bis jetzt schon einen Jahresbericht verfassen, wo die Gewinne genau drinnen stehen. Also was die Offenlegung tatsächlich, wie wir auch sehen bei den FPÖ-Spenden, dann wirklich daran ändert, ob die dann mehr Steuern zahlen, ist fraglich. Aber es ist natürlich ein richtiger Schritt auf jeden Fall, dass man vielleicht auch wirklich noch mehr Fokus legen sollte darauf, wie viel Steuern sollten die eigentlich zahlen, weil es einfach dann mehr Awareness gibt. Mhm. Sie möchten eine echte Besteuerung von Internetkonzernen wie Amazon, das habe ich auch bei der KPÖ letztes Mal gesagt, also da deckt sich das wieder ein bisschen, und strengere Kontrollen und Strafen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, weil eben das diejenigen Leute sind, die eigentlich erkennen, wo die Steuern gezahlt werden. Sie wollen europaweite Mindeststeuersätze auf Unternehmensgewinne, was auch relativ sinnvoll ist, das irgendwie europaweit zu machen, weil dadurch die gesamte Wirtschaft irgendwie nicht benachteiligt oder bevorteiligt wird, innerhalb von Europa zumindest. Sie wollen europäische Lösungen für Ökologisierung der Wirtschaft, also ein bisschen mehr den Fokus darauf lenken. Sie möchten stärkere Beteiligung von Konzernen am EU-Budget und umgekehrt. Und was sie auch machen möchten, ist, sie wollen Finanzgeschäfte besteuern. Das ist nur ein sehr, sehr kleiner Punkt, aber das finde ich sehr, sehr schade, weil man da auf jeden Fall spezifizieren muss, ob ich dann jetzt Steuer zahlen muss, wenn ich mir, was weiß ich, Mini-Shares kaufe, oder ob das nur bei einer gewissen Größe von Finanztransaktionen eben, von Finanzgeschäften eben dann der Fall ist, oder von Bitcoin-Käufen. Ist relevant? Solltest du profitieren können, ohne irgendetwas zu tun? Das ist die Frage, es ist ja trotzdem ein Risiko damit. Naja, du musst ja trotzdem Zeit investieren, um dich zu informieren. Ja, okay. Und du musst ein gewisses Risiko auf dich nehmen. Ja, aber das Risiko sozusagen ist keine Arbeit. Das ist halt, das Risiko ist ein Risiko. Ja, aber das heißt nicht, dass du belohnt werden sollst, um ein Risiko einzugehen. Ja, dann kannst du gleich sagen, ja, das Risiko, du dafür belohnt werden zu arbeiten, weil du... Du arbeitest, du leistest einen Beitrag. Ja, und da kannst du dein Geld verlieren. Na aber dein Risiko, das Risiko kann dazu führen, wenn das alle Leute so denken, dann führt es zu einer Finanzkrise, an der sehr viele Leute sterben. Ich meine, Risiko kann auch als etwas sehr Negatives gesehen werden, aber gut. Gut, ja, die Frage ist A, was eine Steuer in der Hinsicht dann bringt, weil halt da verlierst du auch nur Geld praktisch, ja, oder zahlst auch nur Geld an den Staat. Das ändert nicht viel daran. Ich glaube nicht, dass das Investitionen oder Kleinstinvestitionen stört und Großinvestitionen nicht. Wenn du einen Teil, ich meine, Steuern führen immer dazu, dass man etwas weniger tut. So wie beim Rauchen auch oder bei einer Fleischsteuer zum Beispiel oder so oder Alkohol. Ja, mag sein. Okay, aber generell ist ja Investieren nichts Böses in dem Sinne, sondern irgendwie Im Prinzip ist es das Bereitstellen von Mitteln für Konzerne. Das Konzept im Gegenzug, da müsste man ja die Konzern einen gewissen Anteil an Mitbestimmungsrecht, dass du bei einer Hauptversammlung zum Beispiel, du hast eine Stimme bei der Hauptversammlung. Das ist ja nur, wenn du wirkliche... Gut, wir haben sowieso nicht unbedingt Zeit, um darüber zu haben nicht viel Zeit dafür, bildet euch eure eigene Meinung. Wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, schreibt es uns auf jeden Fall. Ja? Und genaue Themen, wenn euch genauere Themen interessieren, können wir natürlich in zukünftigen Folgen auch darüber reden. Ja? Sie möchten eine Wirtschaftspolitik, die allen verpflichtet ist. Mit allen ist gemeint auch der Umwelt und auch den Menschen. Sie wollen Globalisierung nach ihren Spielregeln oder nach unseren Spielregeln, nach europäischen Spielregeln gestalten. Kein Handel mit Produkten aus Kinder- und Zwangsarbeit. Und alle arbeitsrechtlichen Standards sollen da halt eingesetzt werden. Also irgendwie, sie wollen, dass man europäische Wirtschaftsstandards oder europäische Standards fürs Wirtschaften in der ganzen Welt verbreitet. Ja. Gut.
Dann kommen wir zu den Europapolitikprogrammen. Fangen wir an mit der FPÖ. Ja, also, Ihnen ist wichtig, dass Sie die Einstimmigkeit beibehalten. Die Einstimmigkeit, also derzeit haben wir im EU-Parlament eine Einstimmigkeitsregel. Das bedeutet, jeder einzelne Staat kann sich, nicht im Parlament, in der Kommission, jeder einzelne Staat kann sich bei irgendeiner Regelung querstellen. Ein Staat aus 28 und dadurch passiert dann das Ganze nicht. Das soll eben einen kleineren Staat wie Österreich beschützen. Da ist halt die Frage, oft kann man dann sozusagen Sachen für das größere Gute nicht durchsetzen, weil sich einzelne Personen da quersetzen. Kann gut und schlecht sein. Sie sind auf jeden Fall dagegen, also für die Einstimmigkeit. Sozialunion ablehnen soll Nationalsache bleiben. Sie haben Angst, dass Österreich andere Länder alimentieren muss. Sie wollen keine EU-Steuern und keinen EU-Finanzminister. Sie wollen militärische Kooperation, aber keine EU-Armee. Eine Verkleinerung der Institutionen, typisch für die FPÖ. Sie wollen weniger, also eine Bürokratiereform und sowas. Für Parlament, davon bin ich überrascht, dass Sie für das Parlament ein Initiativrecht wollen. Aber Sie wollen das Parlament, Sie wollen die Kommission um die Hälfte verkleinern. Und sie wollen prinzipiell, dass das EU-Parlament und so weiter nur für Themen benutzt wird, die nicht national gelöst werden können. Zurück zu unserem Österreich. Also das Parlament und die Kommission, die Mitglieder sollen beides halbiert werden. Halt typisch für die FPÖ, dass sie sagen so, wir wollen eine Bürokratie, weniger Bürokratie und so. Da ist ein Punkt für den, eine kleinere EU braucht kein größeres Budget, kein EU-Budgetanstieg, weil Brexit geht, also ist die EU kleiner und jetzt wollen sie, dass das auch kleiner wird. Ja. Und was ich ein ziemlich lustiges Tidbit finde, am Ende der Seite ist eine Kategorie der Meilensteine der Europäischen Union und sie ist fucking leer. Was? Ja. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder... Ich glaube, es ist Absicht. Oder es Absicht ist, aber es ist einfach ein Banner und da steht Meilensteine der Europäischen Union und ist einfach leer. Das ist lustig. Okay, aber das wäre halt wirklich so classic. Ich hab's ein paar Schade. Mal... Shoutouts Robert Marshall. Ja. Ich hab's ein paar Mal reloaded und da ist nichts gescheitert. Also ich glaube, das ist Absicht. Und ich finde das so witzig, weil... Das ist ein Wahnsinn. Weil einfach so out of nowhere... Bist du wahnsinnig. Und außerdem, was hat die EU eigentlich geleistet? Nichts. Bitch. Peace out. Peace out. Okay. Forever. Boy. Abschließend über das FPÖ-Programm. Ein paar Punkte sind zugegebenermaßen ganz gut. Aber im Prinzip merkt man einfach, okay, die FPÖ ist eine Oppositionspartei. Sie haben extrem wenig Inhalt. Sie haben, wie gesagt, insgesamt nur circa 20, 25 Punkte. Das ist einfach viel zu wenig. Ja. Sie liefern auch bei den meisten Sachen, außer bei Asylpolitik, keine konkreten Lösungen. Mhm. Und ihre Themensetzung ist erstens extrem schmal und zweitens die Prioritätensetzung ist mehr als nur merkwürdig. Hä? Was mit? Die Tiertransporte sind wichtig. Genau. Dani, Tiertransporte. Wie ist Tiertransporte überhaupt? Ich meine, okay, von mir aus. Ich meine, es ist wesentlich, aber es ist nicht so, dass es eine eigene Kategorie ist neben Asyl und so. Es ist auf jeden Fall nicht erwähnenswert in dem Kontext auf der Skala. Und das Dritte ist ja auch, wie wichtig Asylpolitik ihnen ist. Ob du jetzt Flüchtlinge magst oder nicht, sei mal Es gibt viel wichtigere Probleme, zum Beispiel Konzerne zu versteuern, Umwelt. Alleine wenn du mal sagst, okay, wenn wir die Konzerne fair versteuern würden, die Flüchtlingskrise, einfach die Geldpolitik wäre nicht mal mehr wichtig, weil du die Sachen einfach damit zu 10.000% finanzieren könntest. Dann würde dieses Meme, dass jeder Flüchtling 600 Euro und ein neues iPhone geschenkt kriegt, sogar möglich sein. Und wirklich, dass die Asylpolitik so wichtig ist im Vergleich zu diesen anderen Themen, dass die Umweltpolitik gar nicht mal vorkommt, macht das wirklich unwählbar. Die Umweltpolitik ist derzeit sehr, sehr wichtig. Vor allem, finde ich, auf EU-Ebene muss man da viel tun. Und dass es nicht mal vorkommt und stattdessen die die Asylpolitik so stark in den Vordergrund gerückt wird. I'm sorry, wenn du Flüchtlinge nicht magst, okay, das ist ein bisschen eine Grundsatzfrage. Das kann man jetzt nicht so wirklich in einem Podcast behandeln oder zumindest nicht in diesem.
Aber bitte, das ist nicht das Wichtigste in deinem Leben und das kann es einfach nicht sein. Ja. Weil ich habe nicht mal Kontakt mit Flüchtlingen. Und ich habe relativ viel Kontakt mit Flüchtlingen und es ist nichts passiert in meinem Leben. Keinen Einfluss auf mein Leben. Aber wisst ihr, was einen Einfluss auf unser Leben haben wird? Dass wir alle an globaler Erwärmung sterben werden. Also aber wir nicht, gerade, aber so kalt, gerade so gut. Kalt, wie es draußen ist, da könnte man schon ein bisschen. Sehr kalt, okay, Jonas, da es ist schon, Ende Mai. Da könnte man eigentlich schon ein bisschen von der globalen Erwärmung gebrauchen, oder? Von der immer geredet wird. Kommen wir weiter zur Europapolitik. Ich weiß nicht, was das soll. Mit kommen wir weiter zur Europapolitik von der. Es regnet wie Scheiße, es schüttet wie aus Schaffel, ne? So, Europapolitik der ÖVP, weil die Zeit uns entfließt. Sie wollen. So wie die Wolken da gerade draußen, okay. Sie wollen dem Grund. Es ist kalt. Sie wollen dem Grundprinzip der Subsidiarität mehr Gehör verschaffen. Das heißt sozusagen, die Entscheidungen werden dort getroffen, wo sie relevant sind, auf Bundesebene, auf Stadtebene, auf Europaebene. Europa soll sich mehr um Großes kümmern, weniger um Staatliches oder Regionales. Und der Schwerpunkt der Gesetzesgebung soll auf Richtlinien statt auf Verordnungen stehen. Das ist absoluter Schmonsens, weil an Richtlinien wird sich nicht gehalten, genauso wie sich an die Pariser Klimaakkorde niemand hält, weil es keine Verordnungen sind, die bestraft das werden. So, hey, es wäre ganz nett. Ja. Leute, please, let's do this. Das ist genau so, no wie pressure. Wenn du der Person in der letzten Reihe sagst, okay, bitte sei leise und die Person fängt einfach wieder an zu reden. Schrecklicher Vergleich. Gut, kommen wir weiter. Entbürokratisierung Europas, sie wollen eine Konzentration, wie gesagt, auf große Fragen, ein Ablaufdatum für Gesetze, die sogenannte Sunset Clause, und wenn sinnvoll, eine One-In-One-Out-Regelung für Gesetze. Die sollen verständlicher gestaltet werden und es soll kein Goldplating geben. Das heißt, die EU soll sich nicht einmischen bei Kleinigkeiten wie bei der Allergenverordnung. Was sind das jetzt alles für fancy Begriffe? Ja, das ist die ÖVP will beweisen, weil kurz oder schlecht Englisch kann, wollen sie beweisen. Es soll kein Goldplating geben? Ja, und jedenfalls. Beitrittsperspektiven für Westbalkanländer, das heißt klare europäische Perspektive für die Staaten im westlichen Balkan, die Aufnahme aber nur bei klarer Erfüllung der Kriterien, trotzdem soll es weitere Anstrengungen und Reformen geben für die betroffenen Länder und mehr Unterstützung seitens der EU und eine Intensivierung des Dialogs zum Beispiel zwischen Serbien und dem Kosovo. Sie wollen einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, auf jeden Fall keine Frage, dass die Türkei nicht EU-reif ist und sie wollen aber trotzdem weiterhin intensive Zusammenarbeit. Das, finde ich, ist nicht richtig, weil einen Staat wie die Türkei sollten wir nicht unterstützen. Das nächste ist genau das gleiche. Schrittweiser Abbau der Sanktionen gegen Russland bei konkretem Fortschritt bei den Minsker Zielen. Bitte Russland, es ist bewiesen, dass Russland in praktisch jeder einzelnen westlichen Wahl Einfluss gehabt hat und dass sie da die Sanktionen schrittweise abbauen wollen, ist eine absolute Katastrophe. Sie verlangen einen Waffenstillstand in der Ostukraine, also einen realen Waffenstillstand, das ist richtig, aber Abbau der Sanktionen gegen Russland in dem Zustand auf keinen Fall. Absolut fraglich. Alles zu ihrer Außenpolitik, weil ihre Israel-Palästina-Politik, die sie aus irgendeinem Grund haben, ist auch, sie wollen eine Zwei-Staaten-Lösung, okay, gut, das ist schon richtig. Dann wollen sie Israel als jüdischen Staat anerkennen. Das ist wirklich, ich finde, das ist in der, so wie es getragen wird, nein, das sage ich als Israeli jetzt, einen Apartheid-Staat, der aktiv in der Verfassung jetzt verankert hat, dass ein Teil der Bevölkerung niedergestellt ist im Vergleich zu einem anderen Teil, kannst du nicht auf die Art unterstützen. Und sie wollen das Stimmverhalten der EU in internationalen Organisationen gegenüber Israel überdenken, weil Israel ja immer wieder sanktioniert wird oder beziehungsweise einfach negativ gegen Israel gestimmt wird, dass der Finger ihnen gegenüber geschüttelt wird. Und das ist auch absolut nicht tragbar. Und bevor ihr mich jetzt irgendwie einen Antisemiten nennt, ich habe die Ausrede, dass ich zumindest wirklich aus Israel bin. Naja, es ist wichtig, weil Israel macht das gerne, einfach Antisemitismus rufen, aber die Kritik ist nicht nur legitim, sondern notwendig. Ja. Und sie wollen in puncto Entscheidungsmacht ein stärkeres Beschließen von den EU-Gesetzen durch die Mitgliedstaaten und durch das Europaparlament. Sie wollen einen stärkeren Abbau von Vetorechten, damit sich die Vetostaaten nicht querstellen können. Das finde ich auch eigentlich gut. Eine Neustrukturierung der Kommission und Zusammenlegung der Tagungsorte des EPs. Allgemein zum Programm der ÖVP ein paar positive Punkte, durchaus im Bereich von den Finanzen zum Beispiel oder von der Sozialpolitik. Umweltpolitik
gute Ansätze, aber schwache Umsetzung. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das von allen tatsächlichen Parteiprogrammen, die wir gehört haben, die FPÖ zähle ich mal nicht dazu, bei weitem das Schwächste, weil sie einfach sehr viele Teile hat, die inakzeptabel, nicht überdacht, zu wenig ausgearbeitet oder zu wenig radikal sind. Von daher meiner Meinung nach, wenn man eine sozusagen, ich weiß nicht, wenn man ÖVP wählen will, dann würde ich einen viel eher zu den Neos schicken zum Beispiel, auch wenn die jetzt ein ganz anderes Programm haben. Schick euch zu den Neos. Aber wenn man irgendwie finanziell zumindest konservativ sein will oder so, auch wenn das die Neos nicht unbedingt sind, im Europaprogramm aber trotzdem. Die ÖVP und die Neos haben Wählerüberschnitt und wenn ihr ÖVP wählen wollt, meine Empfehlung, und das sage ich jetzt, wenn sie ein guter, ich bin auch kein Neos-Fan, muss ich zugeben, aber dann wählt lieber Neos, weil sie haben dann ein fantastisches Programm. Nein, weil die werden nicht KPÖ wählen, aber wählt die Neos, weil die haben wirklich, was Europa angeht, ein sehr gutes Wahlprogramm, das gebe ich gerne zu. Gut, machen wir noch die SPÖ fertig, möglichst schnell in 4 Minuten. Okay, SPÖ will Europas digitale Autonomie stärken, das heißt einfach Digitalisierung in der Arbeitswelt, Digitalisierung auch in der Politik und im öffentlichen Leben und auch was jetzt halt Public Transport und so betrifft. Sie wollen offenes Internet für alle. Sie wollen Stichwort Net Neutrality beibehalten. Schneller! Gut. Fuck off Ajit Pai. Ja. Und auch natürlich Artikel 13, fuck off. Klares Nein zu Upload-Filtern. Ja. Das ist, habe ich da jetzt extra noch einmal rausgestrichen. Sehr wichtig. Nein, 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 nein. Wir wollen das nicht. Dankeschön. Sie wollen Google zerschlagen. Das klingt halt wieder sehr plakativ. Sicheres Internet für alle, weil Google halt die Riesen-Company ist, die deine Daten weitergibt. Kleine Internet-Companies geben die Daten auch weiter, ist halt die Frage. Aber nicht in dem Ausmaß. Nicht in dem Ausmaß. Verwendet Ecosia.org. Aber genau. Google ist halt schon sehr praktisch. Ja, Google hat halt auch auf der anderen Seite trägt sehr, sehr viel zu positiven. Aber was du nicht siehst, Nutzung ist, dass bei Google in den Richtlinien, Servers ständig in den Richtlinien steht, don't be evil. Nein, nicht mehr, das haben sie gestrichen. Das ist nicht mehr ihr Slogan. Man ist ständig abrufbar bei dem Google. Gut, das machen wir weiter. Ganz, also ja, Google zerschlagen ist ein bisschen plakativ, fragwürdig, plakativ für mich gewesen. Ja. Die Menschen anhören nicht die Konzerne auf einer europaweiten Ebene, also eben von diesem Wirtschaftsdenken wieder weg. Stärkung des Europäischen Parlaments, mehr Mitsprache für das Europäische Parlament durch ein echtes Initiativrecht. Das deckt sich lustigerweise wieder mit der FPÖ. Ich finde es witzig, dass wir mehr Schnittstellen zu dem von der FPÖ finden als zu dem von der ÖVP. Mhm. Die SPÖ und ÖVP haben den niedrigsten Wählerüberschlag nach FPÖ und Grün. Finde ich echt witzig eigentlich. Mhm. Und ja, also sie fordern eben auch ein echtes Initiativrecht. Sie möchten auch die Handlungsfähigkeit der EU erhöhen. Stichwort hier ist Verkleinerung und Umgestaltung der Kommission. Sie möchten Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern forcieren, wenn eine europaweite Einigung nicht möglich ist, um gemeinsam mit anderen vorgehen zu können. Sie wollen ein Frühwarnsystem für Rechtsstaatlichkeit. Was und damit, nicht nur für die Matura. Okay. Was damit gemeint ist, sie wollen regelmäßige Überprüfungen der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte. Und sobald es da Verstöße gibt, sofort... bei Europa gerade... die Europol und Frontex. Genau. Sie wollen einen EU-Förderstopp bei Grundrechtsmissachtung und das ist was ich sehr interessant finde und was ich sehr gut finde, aber wo auch die Frage ist, wie ist das jetzt derzeit umsetzbar? Auch die Neos haben was Ähnliches gefordert. Weil, übrigens. Ja? Ja, dass sie praktisch die EU-Unterstützungen kürzen, wenn eben wenn die EU Grundrechte oder Grundwerte kürzen. Ja. Aber sie wollen es halt stoppen, ist die Frage, es gibt nach wie vor Länder, in denen du jetzt nicht einfach so Schnipp machen kannst und sagen, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also halt, gut, vielleicht auf jeden Fall als Wegweiser. Auf jeden Fall, obviously. Also, sie wollen rechtsradikale Kräfte in Europa in die Schranken weisen, das ist dein eigener Punkt. Ich sehe nicht, warum das nötig wäre, aber wenn sie halt meinen, nicht. Bei uns gibt es kein Recht. Bei uns, das gibt es nicht in Österreich. Das erinnert mich an das Zitat von dem Präsident von Tschetschenien. Schwule können bei uns nicht in Konzentrationslager gesteckt werden. Weil es gibt keine Schwule. Keine Schwule. Genau, ganz genau. Dann. Dann zwei letzte Punkte. Sie wollen ein EU-weites Bildungsprogramm zur Sicherung der Demokratie. Was da auch wieder diskutiert wurde, ist ein verpflichtendes Fach Politik europaweit.
und sie möchten, also politische Bildung, und sie möchten eine europaweite Ombudsstelle gegen Rechtsextremismus, also Beratung und Hilfestellung, unabhängig von der jeweiligen staatlichen Angehörigkeit, je nach, also bis zur individuellen Person, und die Etablierung eines europaweiten Rechtsextremismus-Reports. Gut. Guys, sehr, sehr langes, sehr, sehr verwirrendes Wahlprogramm abschließend. Sehr, sehr viele Punkte decken sich natürlich wieder, glaube ich, mit unserer aller Meinung. Ist auf jeden Fall auch irgendwie das Wahlprogramm von den dreien, die wir jetzt besprochen haben, mit Abstand eigentlich, das wir, glaube ich, am meisten begrüßen. Ein paar Punkte finde ich persönlich fragwürdig, die habe ich jetzt versucht, ein bisschen hervorzuheben. Was ihr da davon denkt, bitte unbedingt uns mitteilen. Und generell, ich habe es eh schon, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber wenn es irgendwelche Themen gibt, die, wo ihr denkt, wir sollten sie genauer besprechen, die euch so interessieren, auch sagen, bei Bedarf können wir da ja auf jeden Fall noch eine Folge anschließen. Aber Lenny, kriegt das Programm der SPÖ von dir einen Solid Choice Sticker? Es kriegt von mir 3/4 von einem Spritzwein zum Frühstück Sticker. Ist dein Gesicht weggeschnitten, oder? Gut. Ja, das waren die Programme der 7 Europaparteien. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Auch. Wir haben ein bisschen was anderes gemacht. I'm hurting right now. Übrigens, bitte nehmt uns nicht als absolut richtige Wahlinformationskampagne irgendwie, sondern es ging uns einfach darum, das alles mal zu analysieren, anzuschauen. Ist natürlich auch gefärbt durch unsere eigenen Meinungen. Wir haben es auch subjektiv irgendwie befärbt. Wir sind keinesfalls eine objektive Berichterstattung hier, sondern es ging unseren Senf dazugegeben. Genau, das war uns auch sehr wichtig. Ab nächste Woche geht es wieder zurück zu unserem Regularly Scheduled Program mit mehr Goofs und Gaffs und es weniger informiert. Es wartet eine sehr spannende Bestrafung. Genau, ein paar sehr spannende Bestrafungen auf euch. Mehrere gleich. Es geht dann wieder Jonas vs. Dani los, aber in dem Sinne. Freut euch drauf. Ja, egal. Bussi. Egal, ob ihr ein 5-seitiges 70. Und geht morgen wählen, goddammit! Geht morgen wählen. Egal, ob ihr ein 5-seitiges, 70-seitiges oder 130-seitiges Wahlprogramm lest. Ich hatte das 130-seitige. Wir hoffen, ihr konsumiert dazu noch den Spritzwein zum Frühstück. Spritz for breakfast. Geht wählen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bussi. Ciao.